Viele wissen nicht, dass die ZHW auch ein riesiger Garten ist. Auf dem Campus Grüntal in Wediswil hat die ZHW einen 8 Hektar grossen Pflanzengarten. Seit knapp 2 Jahren gehört dazu auch der TCM Arzneipflanzengarten. Er ist ein Unikat in der Schweiz. Er ist der einzige Garten, der Heilpflanzen aus der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, wachsen. Darum wird der Garten auch häufig von externen TCM-Studenten genutzt. Der Garten ist ja für eigentlich die Lernenden, die Auszubildenden von der TCM-Therapie, ist er konzipiert worden. Das sind nicht ZHW-Studenten, es sind aber Studenten von den TCM-Schulen, die das quasi lernen. Die kommen natürlich und sind dann die interessiert sehr spezifisch, weil sie die Pflanzen ja auch anwenden, aber meistens die Pflanzen überhaupt nicht kennen, weil ja vor allem Granulat genutzt wird. Aber auch für die ZHW bietet der Garten einen Mehrwert. Hier wachsen nämlich nicht nur Pflanzen aus der chinesischen Medizin, sondern auch Pflanzen, die hier in Europa und in der Schweiz medizinisch genutzt werden. Darum hat die Fachgruppe Phytopharmazie von der ZHW grosses Interesse an dem Garten. Mit dabei war die Forschungsgruppe Phytopharmazie mit Evelyn Wolfram. Sie hat natürlich grosses Interesse, weil sie die Inhaltsstoffe dieser Pflanzen untersuchen und durch das natürlich das Pflanzenmaterial vor Ort hat und auch kann schauen, sind die Inhaltsstoffe wirklich qualitativ gut. Evelyn Wolfram von dieser Fachgruppe Phytopharmazie macht jetzt gerade eine Führung mit ihren Studenten durch den TC im Garten und zeigt ihnen hier die verschiedenen Pflanzen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist die Forschung über Adaptogene. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Da hat es sicher auch einige Pflanzen hier drin. Auch die Studenten zeigen grosses Interesse und schätzen die Gärten hier in Wädenswil. Ich finde den Garten phänomenal. Und zwar aus dem Grund, weil es ist eine sehr entspannte Atmosphäre ist. Und es eignet sich auch gut zum Pflanzenkunde lernen, weil wir bei unserem Studiengang Botanik kennt und Pflanzenkunde. Und so kann man auch die lateinischen Namen hier gut lernen. Neben dem Lernpotenzial bietet der Garten am Zürichsee aber vor allem auch eins: Erholung und Entspannung mitten in der Natur. Momentan kann man im TCM-Garten rund 110 Heilpflanzen bestaunen. Bis in ein paar Jahren sollen hier aber bis zu 200 Pflanzen wachsen.